Willkommen zurück, liebe Leute, zu Yoshi's Woolly World. Ja, eine gefühlte Ewigkeit ist das schon her, dass der letzte Part kam. Ich entschuldige mich dafür, aber dies ist endgültig Geschichte, weil ich habe einiges vorproduziert und es wird dementsprechend jetzt in der nächsten Zeit wirklich alles planmäßig kommen. So, Welt 3-2, damit geht's weiter hier an unserer Yoshi's Woolly World Baustelle. Immer ohne Trick an Stecker. Man plant übrigens auch jetzt Yoshi's Woolly World als Projekt solches relativ bald zu beenden. Also das heißt, da wird es jetzt mehr Parts in nächster Zeit geben, sodass wir es relativ schnell durchbekommen. Die Anliegen, ne? Minecraft, Nintendo Switch Edition, Mario Kart 8 und... was ist das? Ein, das ist hier so ein Knödel, der freiwillig alle Gegner überrollt. Das ist ja mal interessant, ne? Wobei, so gut war das nicht, weil ich brauche Wolle. Und ich habe jetzt Wolle, zumindest eine. Ich glaube, hier geht es dann nämlich, nee, gibt es nur Zusatzleben. Gut, jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Vielleicht sind wir irgendwie auf den Knödel, der da runterfliegt, raufspringt, dass der ein vielleicht irgendwie hilft. Das konnte ich mir sehr gut. Ah! Ja, dann kann man da irgendwie da hochfliegen. Ja. Ja, das ist schon mal eine Idee. Wie wir sehen, macht meine Idee im Prinzip Sinn. Nur dass ich mich einfach gerade verflogen habe. Aber da kommt da gleich schon der nächste Hund Gedönse darunter. So. Der Zeug, falls mich auch gerade wieder übelst übersteuert hört, was er gerade macht. Ich habe keine Ahnung, wieso ihr mich gerade so derbe übersteuert hört. Weil ich rede eigentlich ganz normal. Ne? Was ist gerade... Mikro? Alles klar, irgendwas ist da gerade ewig verstellt. Ich höre mich gerade viel anders an. Hört man mich jetzt besser? Oder jetzt? Oder jetzt? Ne, jetzt hört man mich. Alles klar, irgendwas ist mit dem Mikro. Nicht ganz normal. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden später irgendwann wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich erstmal weiter. Ich höre mich gerade so derbe tief an. Das ist nicht normal. Wir machen hier trotzdem weiter. Ah Mann, ich muss auf dieses Mobile hier hoch. Was ist gerade sensationell nicht hinbekommen. Ihr seht schon, meine Skills sind definitiv da. Ja, wo sie hin sollen. Ich tue so einen rollenden Stein als Gurke besimpfen. Na geil. Das muss man nicht verstehen. So. Also. Das ist witzig, ne? Weil so ist meine Stimme. Und die gerade. Und das, finde ich, macht das Ganze. Ja, interessant. So hörst du dich mal an wie ein Mann. Kommt ja nur ganz selten vor. So. Ja, hier müssen wir von Sonne zum Mond. Und sonst so hinspringen.
Nein, essen. So. Ja, hier kann man viel essen. Mögen ja auch alle essen. So, da geht's hoch und hier geht's weiter. Oder so ähnlich. Ah ja. Aber auch hier gilt, wir sollten wieder auf so ein Ding landen. Und nicht in die Blume reinfliegen. Ah, Mittelfleck. Halleluja. Also, ich habe gerade keine Ahnung, weshalb das übersteuert. Oh, shit, fuck this, shit. Wobei, jetzt kommen wir hier hoch. Ja, muss man logisch denken. Das ist das, was es an Yoshi's Valley World so gern mag. Ah ja, dieses logische Denken. Out. Hoch. Lol. So, jetzt habe ich genügend Power, um hier hochzukommen. Und Tigo ist das eigentlich wieder so. Ja. Special Herzen, mehr Herzen. Die ist jetzt immer gewünscht. Also, es war wirklich so derbe Scheiße anhört. K.A. wieso? Mich fuckt selbst gerade leicht ab. Nee. Die physikalischen Räumungsdinger. Ich muss hier irgendwas aufmachen. Dann da hochkommen, out. Weiter. Und sind jetzt hier oben. Das ist gut. Das ist gut. So. Nice. Willkommen, Alter, diese. Diese fetten Wollknolle. Boah. Gay. Die sind aber nein. Ist jetzt irgendwie nicht am Arsch. Wenn Mikro am Arsch, ja, das wird mich schon sehr anpissen. Komisch. Naja. Wir werden sehen. Wahrscheinlich erholt sich das wieder. Dann ist alles gut. Oh shit, was ist das? Ja, Anstang hoch 5 so ungefähr. Das ist jetzt so eine gute Idee, was ich gerade mache. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Idee. So. Wird man überhaupt, dass es hier weitergeht? Es sieht auch sehr gut danach aus. Aber ich habe jetzt einmal das Mikro kurz an ausgeschaltet. Ne, und es hört sich mal viel besser an. So, was geht jetzt nicht weiter? What the... Nein, ich bin nicht so gut wie am Arsch. Unnötig. Ja gut, aber wie geht's dann hier weiter, ne? Hahaha. So. Wenn ich jetzt Wolle hätte, wäre es auch einfacher, das Leben.
Lass mal gleich, dass wir Wolle haben. Die ich auch hier freudig einsammle. So. Gut, das ist so die Frage. Hilft uns das hier weiter? Ah ja. In der Tat. So. Ja. Yeah, that's it. Zumindest schon den Level. Ja, das war doch jetzt mal relativ einfach machbar, ne? Kann ich mich nicht wirklich beschweren. So, und doch wenn ich das Mikro gerade leicht komisch anhört und es keine Ahnung habe, wieso dem jetzt so ist, es ist so, aber mei. Das klärt es schon. Ja, Ergebnis mal wieder blendend. Wie immer tue ich auf die Good Gets alle 800%. Nein, natürlich nicht, aber ja gut, was heißt natürlich? Naja, es gibt genug Leute, die wirklich so heiß auf 100% sind, und wenn die nicht irgendwo 100% haben, gehen die jetzt in die nächste Ecke und holen sich da erstmal aus, so nach dem Motto. Bin ich nicht ganz so der Typ, also bei mir ist das jetzt, wenn es nicht gerade wichtig ist, nicht unbedingt verpflichtend, dass ich mir jetzt selbst sage, 100%. Wobei in Super Mario 3D World, ich bin erstmal dann zu Verhängnis geworden, ne, weil ich da irgendwie halt nicht alle Sterne eingesammelt habe, und ja, am Ende habe ich dann gestaunt, ne? So nach dem Motto. Das heißt, es hätte ich Sterne einsammeln sollen. Gemacht habe ich es aber nicht, ne? So, du mal, ne? So, vor einer haben wir sogar noch Zeit. Man glaubt es kaum, mit dem Part schaffen wir 2 Level. Bei uns bei dem müssen ranhalten müssen. Aber den Part jetzt aufzuhören, wäre Asman. Weshalb wir uns jetzt dem nächsten Level wohl auch noch widmen werden. Haha. Ich hoffe, dass das jetzt auch nicht so krass ist, aber es sieht zumindest mal nicht so aus. Ist nur die Frage, ja. Was ist das? Ah ja. Ja, das ist, weil die Wahl ist eigentlich ein sehr cooles Spiel. Macht doch sehr. Fuck, wer kommt das? Mann. Da kommt das. Macht auch sehr viel Spaß, das Game. Okay, den vermeiden wir jetzt gleich. So, vielleicht geht's hier weiter. Vielleicht gibt's hier aber auch nur mehr Leben. Nein, hier geht's irgendwie wirklich weiter. Ah, fuck. Ah, hier kann man sich schon lang klettern. Das ist schon cool. Wenn man weiß, wie es geht. Damn it. Kann man. Ah, fuck. Mann, darauf achte ich nie. Jetzt mag ich dann zum Mittelfleck, einfach um da schon mal hier gewesen zu sein. Oh, das hilft dann auch gerade sehr viel. Hä? So, ich drauf, ich gehe weiter. Ich habe ja eh neue Leben bekommen. So, dann ist das gut so. Was jetzt hier gerade mit dem Mikrofon, Chef? Falls läuft. Oh, nein, 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 dran hängen. Das rettet mir schon echt manchmal. Fuck. Fuck this, Amount. Lieben. Oh, wir haben hier so ein Ding gesammelt. Ist nur die Frage, geht das hier wirklich weiter? Ich glaube nicht, aber ich habe keine Ahnung. Let's say no. Ja, hier geht's weiter. Aha. So. Ja, jetzt können die Tigers vor allem auch noch fliegen. Machen die im Fliegen in Yoshi, also gleich Konkurrenz. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ich das finde. Alter, 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 diese Tigers, ey. Warte, Lakitos jetzt auch noch. Was machen denn Lakitos noch hier? Reicht dann, wenn die der immer Mario Kart zümmelt, als Schiedsrichter, wenn er dann auch noch mitspielt. Ist das mal aufgefallen im Mario Kart 8? Der Lakito, der Schiedsrichter da, ne? Der kann auch mitspielen. Der kann auch Spieler sein.
Und irgendwie ist es doch ein bisschen fake, wenn der eigene Schiedsrichter zusätzlich zum Schiedsrichter mitspielt irgendwie. Also Lakito, ne? Du bist fake. Fake News. Ah, fuck. Was war das? Can you tell me? Lakito ist ja Quetsche. Das ist das, was du machen sollst. Definitiv beste Wortwahl. Hört sich auch gar nicht falsch an, aber... Was soll ich machen, wenn ich kurz vorm Verrecken bin? A, B, C ist das Kacke. So. Haha, wir sind drüben. Zumindest so halb. Oh mein Gott. Ja, da kommen wieder die ganzen fliegenden Zeigeis. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein! Rette sich weg. WTF. Denke mir gerade so etwas nach dem Motto, like, rette sich, wer kann. Wer keiner kann's. So. Ja, hier tue es mal easy oben drüber fliegen. Ne? Ah, da ist das Ziel. Und wir fliegen drüber. So, wir sind durch. Nice, ne? Und jetzt haben wir die Partzeit relativ gut gefüllt und sogar zwei Level geschafft. Also echt Respekt. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht, ne? Und haben sogar eine Blume gesammelt. Echt Applaus, viel zu viel getan, definitiv. Ne? Ja. So, ja. Ne, im nächsten Part geht's weiter. Dann machen wir am optimalsten Welt, also von der Welt 3, das Level 4 und 5. Nachdem, wie schwer das Level 4 wird. Planmäßig 4 und 5. Dann 6 und 7. Und dann 8 bekommt seinen eigenen Part. Oder je nachdem, wie gut wir sind. Also, ich probiere jetzt in jedem Part 2 Level zu machen, damit wir eben, wie gesagt, schneller vorankommen. Ob ich das hinbekomme, weiß ich nicht. Muss mal sehen. Werden wir sehen. So. Ja, die ganzen Lock-Angebote mit den kostenlosen Trick-Anstecker ist ja alles schon gut, aber nein. So, mit den Level, diesen gruseligen Wachturm hier, der mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet, geht zum nächsten Part aber erst weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao, ne?